Unser Geld verdienen hier, will auch mal Drescherfahrer sein. Kannst du denn überhaupt? Ich werde mal gucken. Du lässt aber den Helfer fahren, oder? Hab ich nicht gehabt? Ja, ich habe den Helfer eingestellt auf Kreisfahren und sitze jetzt einfach nur so drin. Das sieht genauso gut aus. Das sieht dann aber aus, als wenn du selber fährst. Das stimmt, weil es viel gerader ist. Richtig. Aber was ist die Steigerung von gerade? Definiere. Gibt es nicht. Also wenn ich weiter so mache, mache ich 5,5 Tonnen pro Hektar. 26 Tonnen die Stunde. Läuft. Streber. Mhm. Ja, ich merke, da muss ich noch die rote Lege haben. Ja. Ja. Du weißt, bald ist September, da geht's in die Gehaltsabrechnung. Ja. Ja, da kann ich eine Auszeichnung mit haben, unbedingt. Ja. Arbeiter des Monats, möchte auch eine Gardine an der Wand hängen, ist das wirklich unser Bester des Monats. Hallo René, morgen. Morgen. So, Livestream ist an, ne? Mich erstmal wieder mit meiner Seitenkonsole beschäftigen. War ja irgendwie mal alles schön draufgelegt. Schön der Sonne entgegen, geil. Ja, mutig wieder. Mhm. Kannst du dir nicht vorstellen. Was ist hier mit dem Rentner und Praktikanten? Trauen Sie Ruhe aus, bleiben Sie ruhig, Bruder. Ah, der Bu kommt auch, oder? Ja. Okay. Na, dann haben wir zwei Dröscher und einen Abfahrer, oder? Mal eine Frage am Rande, wenn ich auf den Kalender gucke. Sonntagszuschlag und so. Wie verhält sich das mein Stundenzettel? Na, bei dir noch gar nicht. Weil du hast ja noch nicht gearbeitet. Ich habe jetzt 8 Stunden halt gestern gemacht. Genau. Auf dem Zettel. 8 Stunden notiert. auf dem Zettel habe ich 8 Stunden notiert, richtig. Moin, Tobi! Ja, es muss werden, muss werden. Die Stundenzettel müssen voll werden. Und außerdem haben wir es, also wir lassen jetzt hier den Server durchlaufen. Das heißt, der August ist gleich zu Ende. Und wir haben noch 2 Rapsfelder wegzumachen. Das heißt, früh aufstehen, nachdem man gestern noch ein bisschen länger gemacht hat. Und Attacke, ne? Da ich fürs Finanzielle auch ein bisschen Geld verdienen möchte, für meinen späteren Hof, muss ich auch mal Drescher fahren. Dir ist aber bewusst, dass ich deinen Stundenzettel schreibe, ja? Davon träumst du. Wer von mir definitiv kontrolliert deinen Stundenzettel. Davon träumst du. Du wirst es sehen. Wir bescheißen es nicht. Das werden wir noch sehen. Läuft. Aber es ist doch erst um 10. Ja, der halbe Tag schon wieder um. Da ist der halbe Tag schon wieder. Läuft.
Jetzt kommt der Rentner. Der wird's ja hören. Hoffst du. Wie lange habt ihr denn gestern eine Machtrikung? 0 Uhr. Oh, doch schon lange, ja. Ja, ungefähr. Fast 4 Stunden haben wir gestern. Zum Einstand. Hast du gleich, also lange auch gestreamt, ja? Ja, ja. Dann mal hier gleich ein schöner Statik. Ich sitze einmal hier auf dem Bauwagen auf dem Stuhl. Also, ja, das wäre so mein Arbeitsplatz. Daneben. Moin, Schumi! Hast du irgendwelche Dreschkästen? Nee, die stehen alle drei unterm Schleppdach hin, aber. Ich hab doch schon einen hier. Woche Abfahrer. Weil der Bu nimmt sich einen Drescher. Ich bin gespannt, wie ihr die Drescher da rauskriegt. Das war gestern eine total tolle Idee, die da drunter zu stellen. Wenn hier nicht drinstehen würde, kannst du auf der Seite rausfahren. Das wäre nicht so extrem. Kind und Frau frei ausnutzen. Ja, das ist eine gute Sache, Tobi. Sehr gut, sehr gut. Kann ich irgendein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug missbrauchen, Herr Trikot, oder? Na, also entweder du machst es wirklich stundentechnisch und holst dir einen eigenen Trecker. Meine Hänger kannst du ja nehmen. Oder du musst halt darauf achten, dass du meinen 300er, dass du die Stunden aufschreibst, die er drauf hat. Ich fahre mit dem GT 124. Ja. Der ist weit weg. Ne, sitzt hier gerade drauf, der ist nicht weit weg. Der steht wirklich da. Aber das wird bestimmt ein Bild für die Götter, wenn du da mit dem GT 124 und 2 HW80 kommst. Oder machst du HP 500 dran? Könnte das eventuell was werden, Rico, voll weg da ein bisschen. Ah, das vergessen. Also wenn du zwei Hänger. Ziehst damit. Das wäre schon knackig. Da muss noch Energie schieben von hinten. Ja, wahrscheinlich. Ja, was haben wir denn für Großtraktoren? Das ist hier 900er Mario Black Beauty, ist das okay? So, jetzt überlegst du nochmal, was du gerade gesagt hast. Warte, ich prüfe nach. Ja, okay, denn den 7R-Serie, ist das okay? Quatsch nicht. Ist er wieder nach. Also eigentlich nur immer danach. Ja, ich merke schon. Gut, dann wird ja der 550er ZDR Ballerbus ja auch nicht ganz verholen. Also muss das ein bisschen vergrößert werden. Wieso? Hat er wohl 52 PS. Der 550er? Prüfe gerade. Raus da! Das an den Nutzfahrzeug. Ja, raus! Hier, bitte fahr die. Schreib mir nicht immer gleich so an, ich bin sensibel, oder wie das heißt. Kann doch nicht sein. Bin ich aber. Nee, habe ich nicht rausgelöscht. Dafür bräuchte man ja, also müsste man dieses andere Menü, diesen Mod installieren, hier dieses. Na. Sag schon. Hier erweiterte hier Spieleinstellungen. Den Mod haben wir nicht drauf. Ich habe schon verbaut, ja. Ich habe einen HTS 100 habe ich gemacht und bisher die Güllebecken. Mehr habe ich aber noch nicht gemacht. Hatte ich noch keine Zeit für. Und auch keine Lust. Weil das ist ein bisschen mehr als im 19er, was man da machen muss. Kaffeetasse schon wieder alle. Oh. Reinste Anarchie hier. Oh, der klar. Warum haben unsere Drescher eigentlich kein Simple IC? Was keiner eingebaut hat wahrscheinlich. Wisst ihr, was heute noch mit auf deinen Stundenzettel steht, mein Freund? Nüscht. Ja, direkt aus dem Base Game löschen. Könnte man eigentlich machen, ja.
Geil wäre ja auch, was ich mir letztens morgens Anna, was ich mir letztens überlegt habe, dass die Vehicle Shops, die man auf der Karte platziert, für einzelne Marken nur gelten oder für einzelne Fabrikate. Das wäre auch geil, dass du verschiedene Shops auf der Karte hast, wo du sagst, da kannst du jetzt nur Belarus ganz machen oder da kannst du jetzt nur Simson ganz machen oder da IFA, da Fortschritt. Das wäre auch noch geil. Klingt nach einem Plan. Geht aber leider nicht. Warum nicht? Weil das kein du hast keine Pfade da drinne, du hast keinen Vehikeltyp, keine Marke, du müsstest das nach Brand machen. Und ob das so einfach geht. Das heißt, das wäre zu testen, mein Freund. Ja, sowas zum Beispiel. Das also ein richtiger Markenhändler. Das wäre natürlich geil. Der Kleine. Wer denn? Du. Welchem Feld? Auf dem Feld. Ja, das ist mir klar. Naja, was stellst du denn für eine komische Frage? Auf der 56 sind wir gerade und auf der 57. Na, das ist doch mal eine klare Antwort. Willst du rein oder nicht, was? Ja, ich muss die Schläuche noch anschließen, schneller. Schläuche! Eindrücken hier in den Hobel. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich mein Headtracking liebe? Wie viel Kamera hast du? Das ist geil. Eigentlich könntest du mit dem Dreschern, was jetzt Stefan fertig gemacht hat, könntest du komplett das HUD ausblenden, ne? Hat der noch was gemacht? Hier, bei manchen Sachen musst du ja bei ihm echt alles absuchen hier, was der macht, ne? Arbeitsstunden hat er jetzt mit eingebaut und Füllstand. Geil. Dann müsste man noch diese Combine Experience Werte mit reinkriegen. Das wäre schnuckelig.
Aber warum arbeite ich eigentlich? Eigentlich könnt ihr bitte Drescher fahren und ich mach Abfahrer. Der geht jetzt schon wieder so los. Sein Abkeimer hier. Na geil, nur am Abkeimen der Menge. Du wolltest unbedingt Dreschkasten fahren, Alter. Heute ja. Ja, das ist ganz großartig, aber du willst Dreschkasten fahren. Wir können tauschen, das können wir drüber. Kannst du mal ein bisschen die Karte gucken, dass du mal wisst, wo ihr was ist. Dass du nicht mal verfahren tust. Also im Livestream muss man zeigen, wie du nicht mit Hänger rückwärts fahren kannst. Ach, das ging gestern wieder. Oh. Wie viel Desperados? Nicht. Also wirklich. Ich muss aber auch wieder üben, ne? Also mit zwei rückwärts, das ist echt. Ja, wer holt dir eh einen Anhänger mit Tandem und dann ist es eine Achse gewohnt. Das ist schon ganz okay. Am Anfang reicht das. Wir kennen den, wir verstehen dich ja Größe nicht so schön. Besser nicht. Macht mir doch wohl halbe Dings mit, wa? Nee, nee. Halbe Arbeitsweite muss wieder, wa? Deswegen. Nee, das macht sowas mit Remo. Ich fahre hier auf Kante und bin zwischen 7 und 8 km/h. Ja, ja, ganz am Rand, ne? Einer kriegt noch einen Spezialauftrag nachher, den Weizen aus der Schüttguthalle mal bei der Saatgutherstellung in das Silo reinwerfen oder in die Produktion direkt. Alle gleich hier schreien, mache ich. Attacke Xana, viel Spaß dabei. Bitte? Ich sag, dann steht ja Feldbearbeitung an, normale Oberhand. Ja. Wisst ihr denn schon, was ihr auf die Felder drauf haben wollt? Na, das Weizenfeld, das kleine da, das eingezäunte, das auf jeden Fall Gras. Siehst du, René, was kommt bei uns vor? Weizen und Gerste. Egal welches Feld machst du? Ja, wie rum, das ist mir egal. Ja, du machst das nicht als Gerste mehr nicht gehen. Nein, dann machst du Weizen. Ist nicht sein Ernst. Mein Ernst? Nee, nee. Und bei Dogs? Nee. Ja, nee. Was denn? Ja, 550er. Reicht nicht, halt so. Hat zu 55 auf zu jaulen, du Homo. Hat zu wenig PS? Was holt er sich? MTZ 82 Turbo. Ah ja.
Und er meint, er will den Asphalt neu schneiden, oder was? Na klar, wirst du sehen. Die ist ja trotzdem keine Bockwurst vom Teller mit deiner Brotbüchse. Der Ding. Hm, glaube ich, die Turbo, die singen gut. Moin, Maddox! Hm, das ist doch schön von weitem. Ja, ich bin voll. Genau. Macht den erstmal der, der weiterfahren kann. Genau, das bleibst du ja stocken, naja. Ach, wo sind sie nur, die guten Abfahrer? Tja, die hast du alle rausgemobbt. Musst du Acker-Paule wecken, soll er herkommen. Stehst du da, machst du nichts zu tun, oder was? Sieh zu, dass du mich abtankst. Keim, da lass ich mich ab. Der Bergsteiger ist ja auch am Start, ja. Er hat gleich die Fronten geklärt. Er musste erwähnen, dass er ein Trickfilm-Traktorist ist und nicht, kann. Ja, man muss immer Prioritäten setzen im Leben, ne? Ist einfach mal so. Das stimmt. Aus welchem Paket hast du den genommen? Okay. Weil der mich nicht ordentlich Anhängergruppe wandert. MTZ-Bekannte, dieser Scheiß über der Akashi ist. Finde ich ja so. Ja. Nicht wirklich schön. Das hat auch noch keiner umgebaut, ne? Na, ich hatte das mal, aber irgendwie ist verschwunden. In den Tiefen deines Rechners. Ja. Ich hatte das ja immer, dass die sich erst an. Also, dass die normal nicht da ist, aber. Wenn du was anhängst, dass sie dann aufploppt quasi. Also, wie bei dem hier, bei dem ist der auch so gebaut. Mhm. Das hat er ja auch so. Heute muss der Rentner mal Abfahrer machen. Sag mal, wäre es nicht sinnvoller, wenn ich mit so einem kleinen THK5 oder so fahren würde? Sag mal, dann hätte ich ja mehr Betrieb schon weg, wenn ich fahren würde, oder? Würde es nicht mehr Sinn machen? Die Drescher sind trotzdem nicht eher voll. Ja, aber dann habe ich mehr zu tun, dann kann ich ja besser mehr Kilometer machen. Also, du kriegst ja nicht die Stunde bezahlen als Treckerfahrer, sondern nur die. Die Liter. Ach so, ach so. Ne, das hättest du jetzt nicht sagen sollen, jetzt holt er die großen BSS, die 3-Achser. Oder Graz, großen. Ja, das, aber der, das wird aber der halbe Feld ja wohl Hänger gestellt. Jetzt holen wir ein paar neue Anhänger noch erst vor die Punkte. Das hätte ich gestern eigentlich machen sollen, wenn die anderen W50 und L60 fahren. Großen Gras, den, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen Anhänger da hinten drin. Und dann immer schön drunter fahren. Hast du eingeschnitten oder machst du. Okay, ich sehe schon. Dafür, dass ich auf den Server gegangen bin und gleich alles angemacht habe, hat sich die ganze Geschichte hier schnell synchronisiert.
darüber nachgedacht, welche Feld du nimmst für den Fahrschulplatz? Das ist strange. Nee. Schön groß, eigentlich. Wird der innen schon euch? Deswegen wäre den Fahrschulplatz ja verlassen. Wenn ich gesehen habe, wie Christian da gestern über die Karte geballert hat, der hat erstmal Strafzahlung zu leisten. Wilder Raserei? Ey, aber frage mich nach Sonnenschein. HW80 hinten dran und Pausenwagen und kommt hier vorne in Missen um die Kurve geschossen. Als wenn es kein Morgen gäbe. Aber das war so übersprochen, weil die Achtung hat ja nicht geht. Der Geschwindigkeit auf Feld ist ja da. Könnte man das schön auf der Karte auch wie einbremsen, die ganze Sache. Man könnte die Bodenbeschaffenheit so einstellen, dass du echt nicht mit mehr Geschwindigkeit, aber das bremst dann wahrscheinlich auch alles andere aus. Weil du kannst dir einen gewissen Wert einstellen, wie die Reifen im Boden einsinken. Und letztendlich hat das dann natürlich auch Auswirkungen auf die Geschwindigkeit. Das merkst du ja, wenn du über manche Felder, die jetzt zum Beispiel gegrubbert sind oder geflügt sind, wenn du hier auf der Karte drüber fährst, dass es dir die Karre ganz schön durcheinander schuckelt. Ich hätte gerne mal dazu einen Kursplatz zum Beispiel gemacht, damit die Hälfte kannst du einstellen, wie schnell die Geschwindigkeit fahren kann, die Felder natürlich sind. Aber erstmal so als Winterpause, mein Freund, einfach ein schwarzes Wind raus. Ja, trotzdem kannst du die anderen nicht beschränken. Also wenn, dann müsste man wirklich sowas wie einen Fahrtenschreiber einbauen. Dass sie sobald die gewisse Geschwindigkeit überschreiten, ist nicht. Ja, wie eine Art Blitzer oder so. Ich wollte sagen, wie so ein Blitzer, ne? Das ist dann der Strafzahl, ne? Mariko, dann lässt du doch mit der Trabi hochlaufen und halt weiter, oder? Ja. Blitzer müssen dann aber ausblenden. Na, das mache ich so wie das Ampelsystem. Also wenn du willst, kannst du bei der Saatgutherstellung ins Silo werfen. Saatgutherstellung. Ja, siehst du? Na, hier müssen gleich. Das ist jetzt die Hauptstraße entlang. Auf der rechten Seite hast du irgendwann ein rotes Backsteingebäude, ein großes. Und davor sind braune Tore mit so einem Pflänzchen drauf. Machst du die braunen Tore auf und dann siehst du schon das Silo, das große. Vor der Kurve noch. Ja, ja. Das ist ein großes rotes Backsteingebäude, das musst du ja wohl sehen. Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ist auch wieder wahr. So mit der Farbe und mit dem grauen Stahl ist auch alles nicht mehr so ein bisschen gefahren. Na, das regnet gut. Gold und Weiß. Jo. Ja, hier nicht für die Überschränkung. Großes rotes Backsteingebäude. Das ist jetzt schon wieder schön am Weg. Ach, da sind wir die los, was da vorne drin. Dieses soll ich doch nicht schauen, ja. Da müssten die Klappen vom Dings schon offen sein unten. Hier ist ein scheiß Ernst, oder? Pause, Paul hier.
Bitte? Ich habe es jetzt erstmal auf 28 eingestellt. 28? Mhm. Stellst du die näher, Rico, so dass das denn, also die Echtzeit ist mit der Zeit her, also dann ein, von der Uhrzeit her? Was hast du noch einstellt oder wie hast du das gedacht? Na, erstmal habe ich mir gedacht, wir fangen erstmal mit dem September an. Dann müssen wir ja gucken. Ja, dass du am die Echtzeit drin hättest, weißt du? Mhm. Dass wir jetzt wirklich jetzt, dass wir auf dem Server auch 10:30 Uhr hätten, ja, das wäre meine Idee auch gewesen. Ja, das ist ja schön, dass ich dir dabei sein konnte, Rico, dass du nochmal zuhörst. Alter. Ja, du kennst doch mein Leben, ich weiß ja, Rico, könnte jeden Tag der Letzte sein, da kann man nur eine große Schnauze haben. Das stimmt. Wegen dem Turbo, wa? Ja, was ist denn falsch mit dir? Ja, guck doch mal, wie rumgefahren, wie soll man da? Ja. Muschke. So langsam wie du fährst, musst du auch nicht abtanken hier. Stundenlohn, Stundenlohn, mein Freund. Guten Morgen, die piekste Katze. Ja, auch einen angenehmen Sonntag. Machst du den Rest, Badabu? Ja. Da kann ich ja Schlängellinien fahren. Was ist denn los? Ach, Schlängellinien, los. Gib Kitte! Oh, nö, ist gut. Schaut bloß ein Bier auf der Geschwindigkeit, ne? Wir haben immer noch keine tragbaren Kästen. Bei wie viel Grad hast du eingeschnitten? Auf der anderen Seite bei 90. Das ist irgendwie 70 dann so. Ja. Moin Juni! Dir auch schönen Sonntag, ne? Gar nicht gedacht, dass am frühen Morgen schon so viele zugucken. Eigentlich wollte ich ja nur mal schnell eine Stunde hier den Raps wegballern.
Das ist ja sehr sympathisch. Also du machst einen Stream von anderen Leuten Werbung für deinen Stream. Ja. Also dir ist schon klar, dass du dich damit höchst unsympathisch machst. Ja, läuft bei ihm. Ah, ich gebe mir noch ein Käffchen voll machen hier. Absolut unsympathisch, solche Menschen. Na, guten Morgen, Black der Bauer. Super, siehst du doch. Guck mal hier, die Karte wächst und gedeiht. Ist zwar noch viel zu machen, aber jetzt habe ich Winterschlaf. Zock, gestreamt, Videos gemacht. Ja, mal jeden Tag mit dem Rentner und dem Praktikanten ein bisschen Attacke machen hier. Ja, genau. Also, Schreddel zockst, falls du dich jetzt wunderst, warum du hier nichts mehr kannst. Ich hab dich gleich mal, komplett gemutet, kann man so sagen. also grundsätzlich hätte ich ja nichts. Ich mache ja nicht so lange einen Livestream. Wenn man fragt, hey, ob man hier mal Werbung machen kann für seinen eigenen Stream, da bin ich ja der Letzte, der sagt, oh nee, will ich nicht. Zumal ich eh nur noch 20 Minuten oder so mache oder 30. Weil es wirklich bloß eine morgendliche kurze Runde sein soll, um auch mal wieder zu sagen, ey, jetzt geht's mal wieder öfters weiter hier. Aber sowas Unsympathisches. Da habe ich ja. Da kriege ich ja früher morgens schon gleich eine Krawatte. Also bin ich auch der Meinung. Also entweder man kennt den Streamer vielleicht und sagt, du, ist es nicht möglich, dass du deine Leute rüberschickst, wenn du fertig bist oder sowas. Weil das macht man doch unter sich und, ach, unglaublich, die Menschen. Und dann wundern sie sich, warum sie im eigenen Stream, wenn sie nicht nur zwei Zuschauer haben, oder meist gar keinen. Weil sie dann ihr unsympathisches Verhalten Ja. Ich hätte Zeit, dass ich die Situation
Na, weil ich das hier eingestellt habe bei mir. Ja. Ob die nur gucken oder nicht, das ist mir relativ zweitens. Aber ich habe gerade mal Recherche betrieben, sein Kanal hat 0 Follower. Der wissen wir ja, wo der Hase Pfeffer liegt. Ja. Ja. Kannst du machen nix. Ja. Und die Stimme, wenn die hochkommt und jetzt hier Traktor und Anhänger einfach mal dran, dann wäre man, aber die gehen hinterher gehen. Könnten wir, machen wir aber nicht. Wir wollen doch nicht deinen Arbeitsalltag erleichtern. Schwer noch mal heute. Ja, nur weil Aufstehen nicht ganz auf deiner Liste steht. Alter, ich war schon mal Sport gewesen, im Gegensatz zu dir heute. Ich mache heute keinen Sport, mir tut so die Oberschenkel weh. Oh, das ist schön. Ja. Ja, also ja, könnte ich auch machen, Uli, aber wozu? Ich mache die machen für meinen eigenen Stream richtig Werbung. Aber richtig gewaltig. Sonst wollte er nicht in der Drescher fahren. Wenn ich jetzt mit meinem Pilon sehe, das kriegst du aus den Kisten nicht mehr raus, aus den Dreschkisten. Das ist kurios. Ja, ich merke das schon. Aber ich glaube, das liegt an den drei Smileys. Ich werde das mal umstellen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen mehr Caps. Ich kann das auch eigentlich rausnehmen. Weil es auf deiner Uhr steht, ja. Ja, weil ich der einzige Hunde mit dem Bürger erwartet. Achso. Ich hab Basti's eingenommen. Bei den Traktoristen werden die nach Betriebsstunden des Fahrzeugs abgerechnet und warum ist das? Jetzt nochmal so langsam. Wieder. Naja, kann ja sein, dass es irgendwie so ist, denn der Server läuft durch, ist ja nicht schlimm, wisst ihr? Also, Ladenbeschaffung bei dem Nutzfahrzeug hat man nicht ausgemacht über Nacht, wisst ihr? Laden verstanden? Ach, du mit der Basico, da habe ich gar keinen Plan. Das ist ja Andi Scania. Und irgendwie haben wir seit gefühlt einem kaum noch Kontakt. Die machen so ein bisschen ihr Ding und wir machen unser Ding. Ich glaube, auf Facebook habe ich gelesen, wird erst im 25er fertig. Aber da fängst du halt auch wieder von vorne an. Na, meine Map siehst du ja. Ja. Ja, ihr wisst ja auch mehr als alle anderen. Ja, genau. Ja, wird's. Also ich bin fest der Überzeugung, nächstes Jahr im November kommt der 25er. Wenn sie ihren Rhythmus so beibehalten. Wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm. Dann sollen sie nur aufhören mit ihren Atlas-Texturen und dann
bin ich glücklich. Also diese Atlas-Textur-Katalog-Kacke sein lassen, dann bin ich vollends zufrieden. Meinst du? Das sieht er selber, ich glaube, er guckt auf den Livestream. Ach, eure Herrlichkeit. Wisst ihr mal, René, Maddox spricht mich vernünftig an. Eure Herrlichkeit. Ja, Arsch, geht aber auch genau. Schnell mal rennt ihr hier rum, weil das brauchst du nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, so böse wie es klingt, die wollen Geld verdienen. Und das müssen sie ja auch. Und ewig wird sich ein Landwirtschaftssimulator nicht verkaufen. Da musst du halt was Neues bringen. Ja. Ich bin gespannt. Also letztendlich stört es mich nicht. Wenn man diese Atlas-Texturen, wenn man von dem Weg weggeht, aber du hast halt die Consoleros, ne? Was halt sicher auch nicht schlimm ist, aber die sind halt durch ihre Slots mordsmäßig limitiert. Das ist natürlich das Nächste, ne? Die DLCs bringen Geld. Aber auch nicht. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bis auf das Horsch Aggravation habe ich nicht einen DLC gekauft. Aber liegt aber auch daran, dass wir hier alles selber irgendwie bauen, ne? Mir würde es auch, also bis auf jetzt, wenn es wirklich mal ein schönes, ich sage in Anführungszeichen, DDR-DLC oder sowas geben würde, würde ich da kein Geld ausgeben, weil mich das nicht triggert. Ich mag die modernen Maschinen sowieso nicht. Ich würde da nie Fuß reinsetzen. Und das Einzige, wie gesagt, was mich da wirklich getriggert hat, war die Aggravation-Karte. Weil ja Horsch auch mal ein ostdeutscher Hersteller war. Du, das mache ich auch nicht alles alleine. Also alles, was die Karte angeht, schon. Aber was Fahrzeuge angeht, na gut, manchmal muss ich ein bisschen vorarbeiten. Der Rentner macht dann den Rest oder so. Aber da gibt es noch ganz andere bei uns im Team. Und ich glaube, wenn man das irgendwann mal als Arbeit macht, ist es wesentlich schlimmer für einen, als wenn man das in der Freizeit macht. Ja. Am meisten, wenn ich mir das Taschengeld ausbessern will, mache ich auch mal ein DDR-DLC. Nee, würde ich auch nicht wollen, Üli. Ja, es ist wahrscheinlich ein Job wie jeder andere und nach einer Woche hat man die Nase voll von dem Job. Aber ich sehe es ja mit, was wir uns beschäftigen müssen, wenn wir irgendwas im Mod-Hub einreichen. Und ich will nicht wissen, was die noch dahinter machen müssen, um das Ganze auszuwerten und wie sehr das denen wahrscheinlich auf den Nerv geht. Wenn manche Leute Mods zweimal mit demselben Fehler oder dreimal mit demselben Fehler einmelden, weil sie nicht verstehen, was dort hinter steckt. Da würde ich einen Anfall kriegen, mittelschweren. Der Anfall wäre dann wahrscheinlich so schlimm, dass ich mir einen eigenen Discord dafür machen würde und sagen würde, okay, jetzt kommt der Discord, ich zeige euch das schnell, wie das funktioniert. Und dann ist euer Fehler behoben. Anders ist es ja hier auch nicht. Kommst du in den Discord und dann heißt es schon, na René, wie heißt es? Ja, genau.
Du, ich hab da mal eine Frage. Kann ich mal eine Frage fragen? Ja, genau. So fängt es dann an und dann ist der Abend gelaufen. Seine eigenen Projekte stehen dann hinten an und dann sieht man nur noch Loksachen. Ja, genau. Das ist ja noch das Nächste. Wenn ich da hingehen könnte und DDR-Mods und Maps-Sachen machen könnte, ach, ja. Halleluja! Ja, 12-Stunden-Schicht, ich komme! Halbtag-Stopp, oder was? Ja. Dann kann man die Stunden reduzieren. 12 Stunden ist doch ja nicht so dein Niveau, oder? Das darf. 12 Stunden ist an der Spaß. Das darf auch, also da darf nie irgendeiner drauf kommen, irgendwie. Wie viele Stunden man hier dran sitzt, neben noch anderen Sachen. Aber die Zeiten sind jetzt erstmal vorbei. Dass man hier 12, 13 Stunden baut und länger. Nee, ich habe auch heute nicht das Bedürfnis. Gestern hat mir noch Robert das Ortsschild geschickt. Ich habe es noch nicht eingebaut. Stolz. Ja, ich hatte den GE noch nicht offen seit gestern, seitdem die Karte auf dem Server ist. Na gut, das sind jetzt dann gleich mal 24 Stunden. Wir warten mal ab. Wir ja. Reden nächsten Wochenende mal drüber, ne, mein Freund? Ihr habt mit 20 Minuten gerechnet. Nee, Badabuch ist mit 3 Minuten. Das war bloß 3 Minuten. Ich habe aber auch, ne, ich habe gestern, bin eine Runde gefahren und habe irgendwo was gesehen, irgendwas, was ich glaube, eine Schranke, die nicht richtig auf der Höhe ist. Da hatte ich schon wieder einen Nervenzusammenbruch innerlich. Aber es ist alles aufgeschrieben, ist von allem Screenshots gemacht. Jetzt wird erstmal gezockt. Du machst mal heimlich abends, oder? Nachts wird nee. Jetzt erstmal eine Weile gar nicht. Man kann nicht immer nur bauen. Muss den Mist auch mal spielen. Dafür ist er da. Und wenn ich sehe, dass ich in einem Jahr und 2 Monaten knapp noch nicht mal 2 Monaten eine Vierfachkarte, die spielbar ist, auf die Beine gestellt habe, naja, dann plus Gebäude bauen, ohne dass mir irgendjemand irgendwas eingebaut hat und ich mir darauf dann einen klöppeln kann. Ich wär's ja auch schon ein bisschen weiter, würde mich noch die ganze Zeit für den Rücken. Hast du jetzt wieder Luft und Weihräucher? Reicht dir das wieder, oder? Nö, jetzt geht die Runde erst richtig los. Das stimmt. Und dann hast du ja noch so ein Menu-System, was dich einfach mal 2 Tage lang beschäftigt, damit es in allen Sachen drin ist. Ah, aber du kannst doch nicht haufenweise Modder einstellen. Du hast es ja schon, wir sind ja schon quasi, sag mal in Anführungszeichen, für Giants eingestellt. Also jeder Modder, der irgendwas bei Giants im Modhub veröffentlicht, bekommt ja Geld. Und für eine gewisse Anzahl an Downloads ist das auch nicht wenig, also... Und das Spiel lebt ja auch von den Moddern. Gar nicht anders machen. Ich würde die Modder dafür entlohnen, dafür, dass sie Mods hochladen in Modhub mit einem gewissen Prozentsatz. Das System dahinter ist sehr gut gemacht, muss ich sagen. Na klar, man könnte auch bei 4 Sternen bei Fahrzeugen das Taschengeld erhöhen, aber bitte. Es kommt mal ein gutes Essen fürs Team bei rum und eigentlich macht man das ja auch aus Spaß an der Freude und nicht fürs Geld. Ich habe viel mehr Spaß dran, wenn ich sehe, dass irgendwo mal ein Heuschober steht, wo ich sehe, Mensch, den habe ich gebaut oder meine alte Scheune oder sonst irgendwas. Kommt ja im nächsten Jahr dann auch noch ein bisschen was wieder ins Wort. Aber dieses Jahr mache ich nichts mehr. Dieses Jahr will ich einfach zocken, 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 streamen, Videos machen, den Rentner anschreien, den Praktikanten vollpöbeln. Also alles wieder. Genau, nur ohne bauen.
aber immer noch eine Frage fragen. Ja, du darfst noch deine Fragen fragen. Ich glaube, ich krieg hier nicht alles weg. Nur das mit der Boot. Wieso? Zahlen an Wandern. Wandern. Ich weiß. Das tun sie aber auch im Hauptspiel. Ich habe da schon 5000 Mal rumexperimentiert. Ich will aber auch nicht, dass sie draußen stehen. Was denn nur? Also rechte Seite ist okay. Ja, linke Seite, ich weiß. Das sind doch nicht alle. Ich glaube, die 17 ist es, die ein bisschen flackert. Ja, werde ich irgendwann nochmal machen. Nicht mehr dieses Jahr. Geht nicht mehr dieses Jahr. Nein, ersten Januar reicht es. Na, da geht's wieder. Um 0:01 Uhr. Geht's hardcore los, ja. Kannst du noch kurz draußen reingehen, 10 Minuten, und dann wird's wieder an der Karte. So, dann wird der Kerl an PC gesetzt. So, genau. Wo willst du hin? Ach, hör doch auf. Unglaublich. Ja, ich will auch gleich ein Käffchen noch austrinken. Ich komme heute nicht mehr wieder. Dann können wir ja endlich oben und okay machen, Server. Ja. Bis denn. So, du warst am Raps gewesen, Rico, oder? Nein, hier ist noch eins. Die 57 ist noch. Ja, das ist... Ich stell euch den Drescher hin, dann fahre noch meinen Zettel hinter. Hat Remo gestern meinen Zettel gewaschen, ne? Kann ich ja gar nicht leiden. Deswegen hat er es ja gemacht. Ja. Knispel, ey. Hat Remo tapfer durchgehalten gestern? Ja, ja. Bis auf Schaden an den Maschinen lief es gut. Wie konnte man auch die Maschine wechseln? Ich mach den Drescher aber aus. Genau. Was machst du denn da schon für groben Unfug? Komm da weg. Finger da nicht so dumm rum. Kann man Luft reinlassen, stinkt in der Bude. Ey, lass mal die Hüten Zertenqualm da drin. Außerdem sitzt der Regen und das Ding schiebt offene Tür. Nee, nee, mein Freund, so nicht. Ja, mein Trecker, ey. Das andere werden wir heute Nachmittag mal angucken, Rico. Da bin ich gestern nicht zugekommen. Gucken wir heute Nachmittag mal rein. Mit den Fixpunkten? Mhm. Ja, musst du mal im ZT gucken. Ja. Hier vorne bei den. Na, sag schon. Die Zylinder hier. Bei den Frontscheiben. Da ist es auch so gemacht. Da hast du einen Fixpunkt und dann ziehen die sich aneinander raus. Mhm. So könnte man das auch machen bei dem Rosenpaket. Naja, müssen wir halt bloß gucken, ob die denn auch wirklich mitschwingt, ne? Ob die das, weil das ist die glaube ich die Befürchtung, wo ich, ob die denn so wirklich mitschwingt, das ist das. Aber ich werde mir das mal angucken. Ja, probieren. Wenn nicht, lassen wir uns was anderes einfallen. Müssen wir halt, keine Ahnung. Kannst du nicht ein Stück Strippe machen? Ja, gut, schon werde ich wie so ein Förderbankgummi, einen schmalen Förderbankgummi machen. Na, oder ein Seil, ganz einfach. Das geht doch auch über diese Connection Hoses hier, über dieses, na sag schon,
wie die Federung gemacht ist. Skin Mesh. Skin Mesh meinst du? Ja. Dass du einfach ein Seil an den Haken in der Tür machst, ja, und ins an den Griff. Stimmt, genau, über Skin Mesh könnte man machen, genau. Über Bones, ja. Naja, über dann Bones, los, über Junge. Bones würde gehen. Nachmittagsschlaf, mein Freund. Lass mich mal mit den Nieren jetzt und dann meinen Rentnermittagsschlaf machen und dann. Den Rentnermittagsschlaf, ja. Der steht mir hat, zu, mein Alter. Hat den Weizen schon jemand rübergeschoben, ne, wa? Okay. Also ich gestern in meinen 8 Arbeitsstunden nicht. Nee, jetzt, acht Arbeitsstunden. Hast du beide Hänger voll? Natürlich nicht. Ah, verflixt. Brauchst du die jetzt aber, warum? Na, in. Aber du hinten ab der Aufwärtsrufe kriegst mit deinem Kubikstation abgekommen. Ist ja nicht allzu weit zum Abgebahn. Dann, ja, also in zumindest, dann würde ich den Radlader mal schnell starten. Wo verstecke ich meinen ZT, dass der nicht wieder befingert wird? Kannst du den nicht über Simple IC irgendwie unsichtbar machen, Nico? Weil das nicht so die Endlösung ist, oder so? Ja. Du musst dann halt bloß ja merken, wohin ich hätte dann gewollt. Das wäre eigentlich so eine einfache Lösung. Denk mal drüber nach am 1. Januar. Ja. Gehör schon auf die Umwelt, Blödsinn einzureden. Ich lasse dich nicht schnell. Versuche schon artig zu sein. Dich nicht zum GE zu verlocken. Aber technisch wäre das machbar, wir sind fleißig, mein Freund. Und du, nach dem Mittag hast du Frauchen, oder was? Ich hab mal Haufen zu tun, Leute, ja. Achso. Voreheliche Verpflichtungen und so ein Kram, alles. Andere Sachen, aber. Wo wollte ich denn jetzt hin? Bring mich nicht durcheinander hier. Du wolltest den Trecker wegbringen und du wolltest den Radlader schnappen? Check. Bin schon im Radlader, am Radlader. Wo ist denn? In müssen auf dem Hof oder wo? Ja. Radlader fahren, geil. Das will er gerade hinsetzen. Das soll hier alles nicht. Das Ding ist viel zu groß dafür. Mehr Gefühl am Gasfuß als eine schwäbische Opernsängerin, ey. Ja, den fitzigen Weizen braucht man dann auch nicht da drin liegen lassen. Wo ist bei mir gerade die große Verwirrung, aber die richtig große Verwirrung aufkommt? Ich hab das hier nicht, wie du mir gesagt hast. Ja. Das steht hier auf Saatgutherstellung 2, aber das kann die ja nicht sein, mein Freund. Was denn? Wo bist du denn? Na, da durch das rostige Tor gefahren, wie du mir gesagt hast. Ja. Aber ist der Raps gar nicht als irgendwo drin. Wo hast du denn das reingekippt? Da hast du es reingekippt. Na, ist da im Silo. Das ist so ein Silo. Gut. Silo Saatgut müssen. So, hat aber nichts mit der Produktion hier zu tun. Deswegen frage ich gerade verwirrterweise. Nur ein Silo dafür. Aha. Von in der Halle, geil. Da brauchst du mehr Gefühl als eine schwäbische Opernsängerin. Wo bleibst du denn? Ja, du mach mal ruhig. Mach Eier, Ronny.
Stopp. Oh, zu weit. Stopp! Ein Jänzchen. Aber ganz genau getroffen, aber. Auf Anhieb. Jänzte. Da hast du denn eine Lampen an deinem Eimer da oben dran, Alter. Wie hast du denn da angeschweißt? Hast du eine Zusatzbatterie dran? Kannst du mal alle sehen, Junge? Junge, Junge. Hast du gesehen, wo die Lampen her sind, doch, Alter? Bestbeleuchtung, Junge. Willst du nicht wissen, wo die her sind? Nee, so wie die aussehen, Rico, will ich jetzt nicht wissen, in welchem Paket die drin waren, in welchem Westpaket. Nee, nee, sind hier, wie hieß das, das Lupenwerk? Carl Zeiss Jena? Ja, genau, Carl Zeiss. Da weißt du Bescheid. Aha, hier bei uns ist bald Weihnachten. Auf dem Trecker oben, ich fass es. Wo ist eigentlich die Liste aussehen, Trico, wo ich mich für Weihnachtsfeier eintragen kann? Du musst erstmal arbeiten. Ich muss ja schon mal fragen. Und Urlaubszettel, wo ich die hab? Kannst aber nicht auf über drin machen, ne? Also ist nicht so, ist dafür gedacht. Ja, weg bin und dann ist Feierabend. Nein. Ist jetzt hier aber auch nicht komplett offen. Zumindest sehe ich es so nicht. Nee. Jetzt. Was falsch eingestellt. Nicht noch. Ja, ja. Ankrümmeln. Dann hast du ein bisschen mal Schippung Besen haben. Aber das wäre auch noch so ein kleines Highlight hier. Lass das zusammenfegen und zusammenschippen. Dachbinder da oben drin. Was denn? Ist doch noch genug Platz? Also, du hast wohl schlechte Ohren, wa? Naja, sicher. Wenn man hier zukickt, kriegt man schlechte Ohren, ja. Ich habe heute noch nichts weggerammelt, ja? Ich muss immer eure komischen verschobenen Sachen aus den Hallen rausziehen und rausdrehen und rauswenden. Ja, oh, Chantal, ist ja wieder gut. Ihr mir hier nicht erzählt, von wegen Dachbinder rausholen. Du weißt ja nicht mal, was ein Dachbinder ist, das ist das Schöne dran. Dankeschön. Raus, verschwinde jetzt hier. So, ich gehe erst von der Mittagspause. Also, kann ich noch machen. Na, dann los. Ich wünsche euch noch was. Ja, bis dann, ja. Ich bin gleich viel. Ach, okay, du Verkehrsruhe. Mein Schneeschanteil. Ach, so, Eier, Silo, Ronny. Oder Pro- Silo oder Produktion her von und zu? Die kannst du gleich in die Produktion schmeißen. Dann müssten wir bloß den Rest Raps hier noch irgendwann rauskerchern. Könnten wir ja auch einlagern oder wir bringen es dann auch. In die Halle, Rico, könntest du auch noch so einen kleinen Dings verbauen, da so eine Abwischstation für Säcketeig, wo man ab und zu mal einen Sack Weizen für zu Hause klauen kann. Nein. Mann. Das hat schon beim Klauen angefangen. Aber in Hühner muss auch noch was leben, mein Freund. Strom muss auch noch gepresst werden. Feinste Anarchie. Naja, Tagesziel erkannt und los, würde ich sagen. Na, ich mach jetzt Feierabend. Na, ich auch gleich. So, schnell ist die Stunde schon wieder um. Ein bisschen was haben wir gemacht. Jetzt macht der Onkel erstmal wieder Feierabend, dann hat noch ein bisschen was zu tun. Dann ist der Sonntag auch gelaufen, dann geht man wieder freudig arbeiten.
Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure netten Konversationen im Chat. Vielen Dank, wer auch immer du warst, dass du in meinem Stream nach Zuschauern für deinen Stream gebettelt hast. Hat gefetzt. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag, morgen einen ruhigen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Hellraiser. Beziehung zum Ministerium, die lasse ich spielen.